Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout. Leider ist in dieser Aufnahme das Audio bzw. die ganze Quatscherei von mir ein bisschen abgeschmiert, weswegen immer mal einfach 10 Sekunden oder mehr oder weniger einfach mal fehlen. Ich bitte das zu entschuldigen, mir hat es die Audio echt zerhauen. Ich kann es auch nicht wieder rückgängig machen. Trotz alledem, genug des Gelabers. Viel Spaß jetzt trotzdem bei der Folge. Es sind teilweise nicht wichtige Stellen betroffen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout. Nachdem wir in der letzten Folge uns selbst einfach mal total abgeschossen haben, keinen weiteren Spielstand hatten und damit von Null anfangen durften, haben wir uns jetzt wieder hier vorgekämpft. Wir stehen aktuell in Necropolis. Wir haben alles da. Und wir haben noch viele, viele neue Sachen. Darunter die Metallrüstung. Statt der Lederrüstung habe ich jetzt die Metallrüstung. Es ist im Grunde genommen, ähnelt es sich von den Werten. Wir haben jetzt einen Geigerzähler. Nachdem der Strahlentod uns so ereignet hat, ist es vielleicht doch gar nicht mal schlecht, doch nachzuprüfen, wie es mit der Strahlung aussieht. Und wir haben einen Vorschlaghammer. Ja, nachdem wir noch doch zum Schluss den Speer hatten, habe ich mich jetzt für den Vorschlaghammer entschieden. Wir haben uns den im Hub gekauft. Und natürlich sind hier noch so einige andere Sachen. Arztkoffer, Feuerzeug haben wir auch gefunden. Das ist dieser gelbe Schlüssel, der in die unteren Etagen vom Krater, vom Glow führt. Die unteren Etagen habe ich jetzt beim Neuanfang nicht nochmal besucht. Wir haben sie uns angesehen. An einige Sachen kamen wir gar nicht ran, aber die Strahlung hat uns so dermaßen kaputt gemacht, das ging gar nicht. Unser Beweisstück für die Stählerne Bruderschaft ist auch da. Und Necropolis war jetzt im Endeffekt unser Anlaufpunkt, überhaupt irgendwo diese Folge zu starten, beziehungsweise rauszukommen aus dem Glow. Ihr seht, ich habe die Karte nochmal ein bisschen erforscht, die Raider fehlen jetzt hier. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir ziehen los zur Brotherhood of Steel. Dir ist sehr übel und du fühlst dich nach leichtem Erbrechen etwas erschöpft. Wir können ja genau mal diesen Geigerzähler benutzen. 217. Wir sind nach wie vor verstrahlt. Keine Frage. Und Redaway habe ich mittlerweile 2 genommen. Noch sind Redaway verdammt teuer. Verdammt teuer. Aber wir ziehen einfach weiter. Natürlich ist einem schlecht. Und ich werde auch im Hub wahrscheinlich nochmal Redaway kaufen. Außer natürlich, es gibt bei der Bruderschaft irgendwas. Und das werden wir uns jetzt einfach mal ansehen. Ob wir hoffentlich in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ja, Eingang. Wir sind also noch ganz am Anfang. Hey, du wieder. Hast du was mitgebracht? Ja, hab ich. Super. Na klar. Aber der High Elder meinte, du musst es mir geben, bevor du eintreten darfst. Okay, ich geb's ihm einfach. Großartig. In die Hand. Warte, ich mach die Tür auf. Okay, er macht die Tür auf. Ich erhalte 2000 Erfahrungspunkte, weil du ein Neuling geworden bist. So, 1. Das ist also nur ein Fahrstuhl mitten in der Wüste. Und dann sind wir da. Guten Tag, Neuling. Wie kann ich dir helfen? Hey, Schöne, du siehst gut aus. Wie kann ich dich abholen? Das ist sehr komisch. Das ist hoffentlich ein Witz. Obwohl, gib mir keine Antwort. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Vielen Dank. Das ist genau das, was ich hören wollte. Tut mir leid. Ihr redet, was ihr von draußen redet, bloß manchmal so komisch. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich sollte wohl mit diesem High Elder reden. Wo ist er? Maxon, der High Elder, ist im 4. Stock zu finden. Wenn du den anderen Aufzug ins 4. Stockwerk nimmst, sollte er entweder im Ratsraum oder im Zimmer des Elders sein. Okay, danke, Wiedersehen. Die Brotherhood of Steel. Das scheint der andere Aufzug zu sein. Ich schaue mich hier bloß mal um. Computermonitor. Was ist hier?
Hallo Bruder Klaus-Dieter. Michael. Hallo Bruder, wie kann ich dir helfen? Aber was tust du für unsere Brotherhood? Oh, nichts ist so ruhmreich wie unser Paladin. Ich betreibe den Versorgungsraum, überprüfe Geräte und gebe Vorräte aus. Ich möchte was überprüfen. Wie mache ich das? Du brauchst die richtige Genehmigung. Okay, wen muss ich da ansprechen? Ich würde dir raten, mit Talus zu reden. Du kannst auch zu Mathia oder Mathia gehen. Die könnte dir eventuell auch helfen. Finde ich Mathia. Ist Maxens Assistentin. Okay, Talus ist im Trainingsraum links von mir. Also hier. Oh, man sieht schon unglaubliche Fitnessgeräte. Ist er das? Neulich von draußen, freut mich Bekanntschaft zu machen. Was kann ich für dich tun? Elder, was machst du? Habt ihr einen Arzt? Ich bin verletzt. Natürlich, sie befindet sich auf dem zweiten Level neben dem Studierzimmer. Okay, also aber wirklich Infos gab es da jetzt nicht. Aber das ist ja natürlich übelst cool gemacht. Das andere spare ich mir jetzt mal. Wir nehmen mal den Aufzug nach unten. Und schauen uns das an. Hallo? Ich wollte den Aufzug nehmen. Kann man denn hier nicht? Oh, das ist ja ein bisschen... So, also wir gehen mal zum Arzt erstmal in die zweite Ebene. Was ist jetzt hier eigentlich? Es ist so einiges. Das hier drüben scheint ein Arztzimmer zu sein. Kann man die Tür öffnen? Ja. Der Rest scheint irgendwelche Betten zu sein. Ist das? Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich bin verstrahlt. Radioaktive Strahlung ist sehr gefährlich. Du solltest daher vorsichtiger sein. Okay, das war's schon. Ich hoffe, der Schaum hat deine Haut nicht geschadet. Okay. Benutz mal den Geigerzähler. Null! Ja, cool. Also wir wissen jetzt, wer uns von der Strahlung befreien kann. Das heißt also, das nächste Mal zum Glow gehen, können wir unbeschadet bzw. ohne... Gehen mal direkt in die vierte Etage zum High Elder. Mit einer Tür davor. Aber wo ist der? Das sieht aus wie eine Kapelle. Ich frag mal die Jungs. Er geht zu Talus oder Maxen, wenn du Fragen hast. Rhombus ist mein Vorbild. Ich geh mal hierher. Also die Tür scheint zwar zu. Was ist jetzt hier? Hier sind auch noch diverse Brüder. Talus oder Maxen. Free ist tagsüber in der Bibliothek, falls du technische Fragen hast. Hier sind Menschen. Sei gegrüßt, Neulingen. Vom Alten ist jemanden, der mir ehrlich berichtet, bist bereit, das nördliche Gebiet auszukundschaften. Ich habe schon eine Basis im Norden gesehen, die von einer Armee Mutanten geführt wird. Ich informiere die Elder, wir warten ab, was Maxen vorschlägt. Informiere ihn darüber, was du gefunden hast. Danke für deine Hilfe, Neuling. Gern geschehen. Ja, okay, also da brauchen wir uns den Weg jetzt, glaube ich. Halt, wir gehen nochmal zurück. Nicht, dass Maxen hier dabei ist. Ich vermute es ja nicht. Guten Tag, Neuling. Der scheint mit mir reden zu... Okay. Also Maxen selbst ist nicht dabei. Wir gehen...
gekommen ist. Und wer bist du? Ach, Mafia. Maxens Assistentin. Hahaha. dass keiner dem alten Mann zu nahe tritt. Alter Mann, ist das nicht ein wenig respektlos? Nein, nein, keineswegs. Er ist in Ordnung. Was tust du als Maxens Assistentin für ihn? Ich mache seinen Papierkram in Powerrüstung natürlich. Er hat nicht die Zeit sich um sowas. Also ist das hier Maxen? Ach du wieder Neuling. Wie läuft's denn so? Das ist er. Ich habe einige Informationen über das Gebiet im Norden. Was denn? Ich habe dieses Basis gesehen. Sie quillt über vor Mutanten. Endlich. Das wird die Elder wachrütteln. Wir verstärken die Festung und zeigen es den verdammten Mutanten. Verteidigung reicht dir nicht aus, Maxen. Was ist die Alternative? Nun ist es klar, dass etwas getan werden muss. Am besten greifen wir die Mutantenmann, bevor sie uns angreifen. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Elder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir im Moment tun sollen. Ich komme wieder, sobald ich weitere Informationen habe. Na, direkt angreifen. Ganz guter Plan. Also ich versuch's den Eltern beizubringen. Keine Gewähr, doch ich versuch's. Doch er versucht's. Die Elder haben eine Konferenz einberäumt. Sie möchten dich gleich im Konferenzraum treffen. Wo ist der Konferenz? Okay, ja. Können wir ja gleich machen. Aber da möchte ich bitte auch Ausrüstung haben. Ich glaube, Supermutanten nur mit einem Vorschlaghammer kaputt zu machen, ist vielleicht nicht die beste Option. So, hier. Die Versammlung möge zur Ruhe kommen. Alle Elder sind anwesend und hören die Behauptung von Bruder Klaus Dieter. Wir entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Bruder Klaus Dieter, erzähl uns, was du im Norden gesehen hast. Während meiner Erkundung habe ich eine militärische Anlage gefunden, die von Mutanten genutzt wird. Sie ist schwer bewacht und es gibt regelmäßig Patrouillen. Und wie sahen diese Mutanten aus? Sie waren groß, grünlich und trugen Waffen. Welche Bedrohung stellen diese Mutanten deiner Meinung nach dar? Genauso wie sich die Brotherhood für den Kampf rüstet, bereitet sich diese Mutantenarmee auf etwas Großes vor. Ehrlich gesagt hat dein Bericht uns keinen Beweis erbracht, dass sie eine Bedrohung für uns sind. Womit kannst du beweisen, dass sie uns feindlich gesinnt sind? Sie ziehen eine Armee zusammen, schwer bewaffnet. Damit wollen sie sicher nicht nur eine Parade veranstalten. Sie wollen sie einsetzen. Ja, ist richtig. Ist ja im Grunde genommen vollkommen richtig. Ich glaube nicht, dass dies feindliche Absichten sind. Sie könnten sich einfach vor Angriffen schützen wollen. Auch wir haben gelegentlich mit Angriffen zu tun. Oh, jetzt geht die Debatte los. Wenn sie angreifen, wird es nicht vergleichbar sein mit den gelegentlichen Angriffen der Raiders. Es wird ein Blutbad. Da sie von der alten Militäranlage kommen, nehme ich an, dass sie Waffen besitzen, die mit unseren vergleichbar sind. Was schlägst du vor? Ein Präventivschlag gegen ihre Militärbasis? Ja, ich will aber nicht, dass sie wissen, dass wir kommen. Ein kleines Team hätte eine größere Chance, unentdeckt einzudringen. So sei es. Drei Paladine meiner Wahl werden an der Militärbasis zu dir stoßen, um beim Eindringen zu helfen. Verehrte Elder, danke für eure Zeit. Viel Glück, Neuling. 1500 EP. Immerhin. Die haben wir. Wir haben sie auch überredet. Ich hoffe ja auch, dass das genau dieses Mutantenproblem, was der Aufseher der Vault uns berichtet hat, auch lösen wird. So, Maxen. Ach, du wieder Neuling. Kann ich dich vielleicht noch was fragen? Was ist das Hauptziel? Unser Ziel ist das Überleben. Die Scribes kopieren alte Waffenpläne oder zeichnen neue und die Knights bauen sie dann. Die meisten Waffen sind von uns. Okay, kann ich dich vielleicht noch etwas fragen? Weißt du irgendetwas über die Deathclaw? Was über Todeskrallen? Wir haben bis jetzt noch nie eine Todeskralle gesehen. Oh, nichts als dummes Gerede. Manche sagen, es ist ein großes Monster, andere sagen, es ist ein Vampir. Kann ich dich noch was fragen, wer sind die Elder? Es gibt immer vier. Das ist das Einzige, über das sie sich einig sind. Sie wissen nicht mal, ob sie pinkeln und in welchen Topf sie pinkeln. Los. In welchen Topf sie pinkeln. Dann raus hier, hab zu tun. Ja, toll. Ich hab deinen Namen vergessen. Ja, aber so richtig Waffen gibt's ja jetzt offensichtlich nicht. Ich bin noch etwas perplex diesbezüglich. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Ich schaue mich mal um. Was ist
Das hier, Computerkonsole. Können wir mal benutzen? Hat jetzt nichts gebracht. Okay. So, hier sind Gemächer. Großrechner. Ja, bringt halt nichts, den zu benutzen. Und ich brauche ja Waffen. Ich brauche überhaupt irgendetwas. Ein Trupp, um in die Mutantenbasis einzudringen. Ansonsten schauen wir uns einfach erstmal woanders um. So, wo mache ich das jetzt? In der 2. Ich fahre mal in die 2. In der stillen Hoffnung, dass es hier Waffen gibt. Und dass das hier hinten nicht alles nur Gemächer sind. Oh, verschlossen. Und offensichtlich gänzlich verschlossen. Und hier. Die ist offen. Hier sind ein Haufen Leuten. Ja, ich habe schon mal ein Raumschiff von Außerirdischen gesehen. Okay. Okay, das bringt jetzt offensichtlich nichts. Wir fahren nochmal hoch. Wir arbeiten uns peu à peu mal hoch. Aber so richtig. Ich frag mal die hier unten, die Zweier. Sieht gut aus, mach weiter so. Das scheint einfach nur ein Gemach zu sein mit Dusche und sonstigem. Das ist nicht das, was ich suche. Nämlich, man mag es kaum glauben, die Waffenkammer. So, was ist jetzt hier? Ach, die Tür ist verschlossen. Nur Scribes und Paladins dürfen diesen Raum betreten. Ich handel mal. Ich versuche mal mit dem zu handeln. Der hat Munition und Stimpacks. Ja, immerhin. Hast du mir überhaupt schon mal helfen können? Ich glaube nicht. Ich gehe mir aus den Augen nichts wiedersehen. Das bringt doch nichts. So, ich frage nochmal ihn hier. Wo bekomme ich an bessere Waffen und Ausrüstung? Das wollte ich doch. Damit kann ich dir behilflich sein. Als Neuling hast du auf ein paar Dinge Anspruch. Ich stelle dir eine Zulassung für eine Kampfrüstung und 3 Runden Munition aus. Die Kugeln kannst du dir selbst aussuchen. Vorräte erhältst du von Michael im Zimmer nebenan. Danke, wie sieht es mit ein paar Hightech-Waffen aus? Ich weiß nicht, du hast jetzt zwar als Neuling bewährt, aber wir wollen nicht gleich Waffen an jemanden aushändigen, der vielleicht nicht qualifiziert ist. Vor allem, wenn es einer von draußen ist, du verstehst schon. Großartig, was soll ich jetzt tun? Den höchsten Berg hinaufklettern? Klingt super. Warum fängst du nicht gleich damit an? Toll. Also frage ich mal hier. Ich brauche was. Okay, lass mich schauen. Ah, du hast die Genehmigung, was zu überprüfen. Naja, egal, hier hast du eine Rüstung, pass auf, sieh gut auf. Kommst du noch einmal, brauchst du noch etwas anderes? Ja, ich brauche noch was anderes und noch was. Tut mir leid, zu meinem Gang, warte kurz. Okay, du willst doch bestimmt Munition oder welche Art brauchst du? Ich brauche im Grunde genommen keine Munition. Ich brauche keine Munition. Für keine Waffe. So, erstmal die Rüstung. Ja. Rüstung 27. Das ist eine Ansage. Das ist das erste Mal wirklich eine Ansage. Ach, und das ist diese grüne Rüstung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das reicht mir ja im Grunde erstmal. Der Rest kommt wohl später. Und dann machen wir das doch einfach, dass wir einfach erstmal losgehen nach draußen.
und sehen uns dort um. Ich will bloß noch mal ganz kurz schauen. Den Geigerzähler brauche ich ja jetzt erstmal nicht. Ich bin ja bei 0. Das Feuerzeug brauche ich nicht. Die Rüstung werde ich dann später verkaufen. Der Glow ist mir jetzt eher zweitrangig. Ich werde mal... was mache ich jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Ich werde mal den Arztkoffer, beziehungsweise den Erste-Hilfe-Koffer hier drauflegen. Und dann werde ich den... Und dann werde ich jetzt speichern und werde diesen Spielstand... Das ist der kaputte. Der versaute Spielstand faktisch. Überschreiben. Denn, ja, ich habe auch noch zwei andere Spielstände. Die werde ich jetzt parallel auch noch überschreiben. Und dann... Nach dem Speichern kann es tatsächlich losgehen. Endlich.